Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei unserem Pokémon Platin Exchange. Schön, dass ihr wieder da seid und Steffi hat uns hier in dieser Höhle rausgelassen. Sie schaut nach unten. Wir sind in einer Höhle. Das bedeutet, ich glaube nicht, dass Bektoast. Oh, Flora wurde wieder besiegt. Das ist ärgerlich. Packen wir Tobi hier hin. Und dann Palimpalim. Bektoast hat schon jetzt Level 36 erreicht. Also der ist echt. Wow, der ist so hoch gelevelt. Oben liegt noch ein Item. Sie schaut nach unten. Oh, okay, was kann. Hä? Georock. Ja, hier könnte man Flora halt echt gut trainieren eigentlich, wenn man es mal so sieht. So, aber wir machen die Flucht. Ja, sauber, klappt sogar. Ach, hier dran kommen wir vorbei, okay. What the fuck? Ich weiß noch nicht mal, wo wir sind. Ich weiß nicht mal, was wir hier machen. Also wir sollen offensichtlich darunter. Deswegen hat Steffi ja da so in diese Richtung geschaut. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, wir hauen wieder ab. Scheiß auf das Georock. Ich habe Angst, dass die nämlich wieder explodieren. Da vorne geht's runter. Ich gehe nach Hause und spiele mit meinem Pokémon. Okay, was ist das hier? Irgendwie einfach gar nichts, okay. Kann ich hier runter? Ah ja, doch. Okay. Jetzt geht's hier lang. Mal schauen, ob der... Okay, gegen den Trainer hat sie noch nicht gekämpft. Das heißt, hier ist sie noch nicht gewesen. Der Held der Arbeiterklasse begrüßt euch. Okay. Das sind alles Wanderer und so. Das heißt, die werden wahrscheinlich ihre Gesteinsboden-Pokémon mit dabei haben. Der Arbeiter Bertie. Oh, Magnetilo. Magnetilo ist ein cooles Pokémon, finde ich. Aber wir machen Drachenwut. Dann wollen wir mal schauen, wie cool das Magnetilo wirklich ist. Aber der hat auch wieder recht hohes Level, muss ich ja gestehen. Okay, Magnetilo zielt auf uns. Und wir machen halt die Drachenwut und dann ist Magnetilo aber wieder besiegt. Dürfte ein bisschen Erfahrung geben. Sehr schön. Tobi erhält Erfahrungspunkte und noch ein Magnetilo. Nö, komm, da behalten wir Tobi. Die Drachenwut regelt hier recht gut. Zweimal Drachenwut, dann ist das Viech wieder Geschichte, obwohl er ist jetzt sogar 36 schon. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, Leute, muss man schon sagen. Aber ihr seht's, auch hier Kreideschrei. Ist doch egal, Verteidigung senken und dann aufs Maul kriegen. Müssen wir mal schauen, Leute, wie wir das hinkriegen. Ob wir hier noch durchkommen oder ob ich mich irgendwie heilen muss. Arbeiter Bertie besiegt. Der Held der Arbeiterklasse winkt zum Abschied. Alles klar, danke, dass du gewunken hast. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. So, jetzt wollen wir erstmal gucken. Da oben liegt ein Item. Das holen wir uns erstmal. Ein Onix! Woo! Auch ein sehr geiles Pokémon eigentlich so vom Aussehen her und so, finde ich. Stalos finde ich richtig nice. Aber da muss man auch wieder tauschen, damit man Stalos bekommt. Und wir haben Elixier, okay. So, wenn wir jetzt nach unten lang gehen, muss ich gleich mal schauen. Schon wieder ein Georock. Aber wir kommen hier langsam aber sicher voran mit den ganzen Gegnern. Das wäre eigentlich hier der ideale Ort, um Flora zu leveln. Wir haben ja alle hier vielfach Schwäche gegen Flora. So, hier geht's nicht weiter. Guck mal, da links würde ich nicht durchkommen. Okay, ich weiß noch nicht mal, was soll das sein? Fässer? Soll das Fässer sein? Oder Stahlbarren? Oder... Keine Ahnung. Wir können uns an dem Trainer erstmal vorbeischleichen, Leute. Oh, Golbat. Level 31. Haben wir aber schon. Wir haben ja sogar ein X-Bad, von daher... Nein, Flucht gescheitert. Windschnitt. Oh, komm! Muss ich jetzt echt mit Tobi kämpfen? Nein, okay, geht doch. Ist eine Scheiße. So, das Item hier sammeln wir natürlich auch wieder ein. TM23 Eisenschweif! Oh, okay, rein damit in die TM-Tasche. Hier geht's nicht durch, okay. Den Typen machen wir noch fertig. Ich will erstmal schauen, ob ich hier vielleicht erstmal rauskomme, dass die kleine süße Flora wieder geheilt werden kann. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir gerade hingehen. Was ist das für eine Höhle? Keine Ahnung.
So, Tobi haut ab. Sehr gut, so muss es sein. Scheiße, was? Hier geht's nicht weiter? Fuck. Okay, dann kämpfe ich gegen den, sonst komme ich hier nie wieder hin wahrscheinlich. Während ich die Sicherheit der Aufzüge im Blick halte, kämpfe ich mit dir. Okay, mach das gerne. Ich bin bereit für einen Kampf. Mal schauen, ob er wieder Magnetilus hat. Es ist wieder so ein Techniker, ein Arbeiter, Peer. Stalos, eben gerade noch über ihn geredet. Das ist echt ein geiles Viech, Leute. So, dann hauen wir mal die Drachenwut raus. Ich hoffe, dass Drachenwut so ungefähr, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Feuerodem dürfte nicht so viel Schaden machen. Eine Feuerattacke gegen Boden. Okay, paralysiert auch noch. Nein, das heißt, er darf anfangen. Oh Mist, er macht's nochmal. Okay, Tobi ist besiegt. Gegen Stahl ist Feuer gut, aber er ist Steinstahl, glaube ich. Steinstahl. Wie sieht's mit Palympalym aus? Den habe ich ja noch gar nicht eingesetzt, seit er sich entwickelt hat. Palympalym. Oh, eine Psi-Welle. Eine neue. Sauber. Eine neue Psycho-Attacke. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Oh ja, damit kann man arbeiten. Er macht Sandsturm. Das macht jetzt aber nicht so viel Schaden. Und dann können wir die Psi-Welle nochmal machen und dann dürfte Palympalym auf jeden Fall Level abkriegen, Leute. Din, din. Psi-Welle, richtig nice. Was? Wieso hat denn das jetzt, verstehe ich nicht. Oh Mann, wehe, der stirbt jetzt. Nee, okay. Aber wieso hat das jetzt so wenig abgezogen, Leute? Wir machen Konfusion. Dürfte reichen. Habe ich eben auch gesagt, aber hey. Ist nicht sehr effektiv. Aber egal. Für Stalos hat es gereicht. Es wurde besiegt. Und Palympalym hat 1500 Erfahrungspunkte. Das ist auf jeden Fall Level 32. Und, boah, nochmal ein halbes Level. Das ist heftig. 1A! Erscheint mir völlig sicher. Spasti. So, okay. Wollen wir mal versuchen, hier weiterzumachen mit Palympalym. Vor den Leuten hier. Wow, wow, es ist ein Stalos! Was, hier gibt's Stalos? Ich dachte, Stalos kann man nicht fangen. Ah, oh, den will ich haben. Den will ich haben. Den will ich haben, Leute. Oha. Egal, auch wenn Palympalym jetzt drauf geht, du musst dieses Stalos für uns fangen. Wieso macht das jetzt schon wieder so wenig Schaden? Steinpolitur. Was macht das? Initiative steigt stark. Ich mach nochmal die Psi-Welle. Er macht nochmal die Steinpolitur. Ja, wir sehen doch schon, dass du glänzt, Stalos. Und wieder die Psi-Welle rauf hier. Oh! Oh! Sehr schön. Haben wir einen Schwerball? Nö. Dann werden wir nochmal einen Pokéball werfen. Ich glaube zwar nicht, dass Stalos sich davon fangen lässt, aber hey, er hat sehr wenig Lebenspunkte nur noch. Na, zweimal hat's gewackelt. Okay, okay, okay. Das war knapp. Feuerodem, das ist das Ende von Palympalym wahrscheinlich. Palympalym. Doch nicht. Es ist paralysiert, ist aber nicht so schlimm. Okay, Leute, komm, dann versuchen wir es mit einem Superball. Obwohl, halt, warte mal. Wir haben gerade gesehen, dass wir 19 Hyperbälle haben. Dann schmeiße ich einfach direkt einen Hyperball. Was? Unlogisch! Was war das denn? Du musst jetzt überleben, Palympalym. Ja, okay, sehr gut. Komm, ey, fang ihn. Eins. Nein! Mann, ich will Stalos haben. Slam. Okay, ciao, Palympalym. Ha! Oh, shit. Habe ich irgendjemanden, der Statusveränderung macht? McToast? Nee, aber McToast darf nicht sterben. Deswegen nehmen wir erstmal Batman. Oh Gott, ey. Unser halbes Team ist gestorben. So, Beutel. Komm schon, ich will den Superball. Komm schon, Stalos, Stalos. Lass dich fangen. Eins. Nein, oh Mann, ich nehme gleich wieder einen normalen Pokéball, ne? Ich sag's euch.
Steinpolitur. Okay, Initiative steigt noch weiter. Aber immerhin kriegen wir keinen Schaden. Beutel. Okay, komm. Normaler Pokéball Flieg. Komm schon, bitte. Na, direkt raus. Das ist doch nicht wahr. Der erste Ball war der beste, Freunde. Ich will den so gern haben. Okay, macht nicht so viel Schaden. Dann jetzt nochmal einen Hyperball. Hyperball, Flieg und Sieg. Fang es Stalus ein. Bitte. Eins. Zwei. Nein! Ey. Slam, das zieht wieder. Puh. Okay, wir machen weiter, Leute. Ich will Stalos fangen. Einfach nur so für unseren geilen Pokédex. Und weil Stalos, ey. Ohne ihn zu entwickeln, ey. Hätte ich das vorher gewusst. Ja! Juhu! Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben Stalos gefangen. Wow, wir haben Stalos gefangen. Geil, Leute. Like a boss. Like a boss. Stalos werden Eintrag im Pokédex angelegt. Man glaubt, dass ich seinen Körper aufgrund des Schluckens von eisenhaltiger Erde verwandelt habe. Okay, alles klar. Möchtest du Stalos einen Spitznamen geben? Na, Siggi möchte ich das. Und Stalos erinnert mich natürlich, ne, an den guten Funky. Mit Doppel-N. Das G in Funky steht für Gefahr, Leute. Yay, geil, wir haben Stalos. Stahlharter Grants, ey. Na gut, eigentlich Stahlharter Funky, ich habe ihn gefangen. Aber wir haben Stalos, das finde ich geil. Auch mal ein unkonventionelles Pokémon. So, die Eiseninsel an dem Shit. Urs. Hebet, ich bin froh, dich hier zu sehen. Stört es dich, wenn wir ein Team bilden? Die Pokémon werden immer unruhiger. Herbert schließt sich Urs an. Okay. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Ah, sauber, okay, heil. Ja, da muss ich dir wohl zustimmen. Leute, die hier trainieren, wissen nicht, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Geil, geil, geil. Also das Pokémon wurde jetzt geheilt und hier können wir direkt gegen den ersten Trainer kämpfen. Jeder gute Wanderer erhält beim Anblick von Felsen einen Energieschub und einen harten Ständer. Es ist an der Zeit, etwas Dampf abzulassen. Also werden wir jetzt 5 gegen Willi spielen. Los geht's. Alles klar. Perverser Kerl, ey. Sowas in einem Kinderspiel zu schreiben, geht ja gar nicht. So, er hat 3 Pokémon, der Wanderer Damien. Und als erstes kommt ein Nasknet. Da weiß ich schon wieder nicht, was ist das nochmal? Hey, du solltest doch meine Pokémon heilen, du Vollidiot. Ey, ist das ein elender Lügner. Dann mach ich einen Biss. Ist das ein elender Lügner. Donnerwelle. Ja, geile Wurst, ey. Ja, geile Wurst, ey. Ich glaube, das kann Goro machen. Erstmal fliegen. Okay, Batman kann nicht fliehen. Hatte ich jetzt eigentlich auch nicht vor, weil wir im Kampf sind. Wird das mit dem Fliehen immer schwer. Es kann, will er mich verarschen. Batman ist in der Luft paralysiert. Ist er einfach jetzt so vom Steinhagel gegen Batman? Ist natürlich tödlich. Eigentlich ist Flug echt die dümmste Idee, die ich haben kann, weil wenn er jetzt wieder paralysiert ist. Nein. Das ist doch lächerlich. Der hat versprochen, dass er meine Pokémon heilt und dann macht er es nicht. Wieso ist das so ein elender Lügner? Okay, Panpyro, komm. Ich hoffe, dass Nasknet halt auch Typ Stein mit beinhaltet. Und dann können wir hier einen ordentlichen Tempo-Hieb machen. Bam, in your face, Nasknet. Ah, ist sehr effektiv, aber trotzdem. Okay, auch Panpyro kann nicht fliehen. Und jetzt bitte mit Tempo-Hieb einen Volltreffer landen. Komm schon, Panpyro. Ist zurückgeschreckt, sehr schön. Das heißt, Panpyro ohne Schaden hier durchgekommen. So muss es sein, es ist sehr effektiv. Nasknet wurde besiegt. Panpyro erhält Erfahrungspunkte. Und als nächstes Onix. Okay, ich darf noch weitermachen, deswegen kämpfen wir nochmal gegen Onix mit Panpyro. Müssen hoffen, dass er... Ah, ich muss auf jeden Fall Kampf machen. Feuer würde überhaupt nichts bringen. Ja, okay, das geht. Zweimal treffen, dann gibt es vielleicht richtig auf die Fresse. Und... Wird von Sandsturm getroffen, macht allerdings nicht viel Schaden. Jetzt Tempo-Hieb, Onix schreckt zurück, wäre richtig nice.
Sehr effektiv. Onyx als Steinpolitur. Okay, er erhöht nur seine Initiative. Ist jetzt nicht so wild, Leute. Und dann würde ich sagen, die Initiative ist stark gestiegen von diesem Onyx. Unser Zeitpunkt ist gekommen, Leute, wo wir auf jeden Fall jetzt Zerschneider einsetzen müssen. Nein, natürlich nicht. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann, ich mache auf Glut, wir sehen uns beim nächsten Mal nicht, denn beim nächsten Mal geht es bei Gorobei weiter. Schaut euch auf jeden Fall diese Folge an und kloppt gerne den Daumen nach oben bei ihm. Übermorgen geht es dann bei Miss Vanilla weiter. Dort dürft ihr auch gerne den Daumen nach oben kloppen, euch noch einen Fake-Account anlegen und nochmal den Daumen nach oben kloppen. Und übermorgen sehen wir uns dann ja, bei Pokémon Platin Exchange wieder. Ich würde mich freuen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis übermorgen. Haut rein.